Was das Unglück an dieser Genfer Flüchtlingskonvention, diesem Zusatzprotokoll ist, ist, dass es Menschen überall aus Afrika, aus Asien, aus Indien, aus Tunesien anregt, hierher zu kommen unter dem Vorwand des Asyls. Das ist einmal ein Asylmissbrauch, das ist Schwindel, das ist illegaler Grenzübertritt. Hier fehlt auch bei Ihnen das Unrechtsbewusstsein. Und das zweitens, dann diese Menschen natürlich Asyl beanspruchen sollen. Sie sollen es haben, aber doch in ihrem Umfeld. Ich bin sehr dafür, dass man kontinentale Möglichkeiten bietet für diese Menschen, dass sie Asyl bekommen, mehr oder minder in ihren Kontinenten. Ich weiß schon, auch das ist schwierig, aber ich sage aber das Folgendes. Ist doch in der Regel, Sie machen Pull-Effekte, auch Herr Nehammer macht Pull-Effekte. Wir haben genug Leute schon hier, da bin ich auf Ihrer Seite, Herr Stich. Integration, also vor Zuzug, war zumindest bis Babler eine der Devisen der SPÖ, bis man hier, heute hat Herr Doskozil wieder darauf hingewiesen, dass er eine Obergrenze möchte. Also mit guten Ratschlägen aus dem Burgenland wird nicht gespart, auch unter Babler nicht, der dieses Thema ja absolut bagatellisieren wollte, das kann er aber nicht. Nein, man muss sich überlegen, kann man aus diesem Zusatzprotokoll es entweder reformieren oder es vorübergehend aussetzen und freistellen, ob man mitmacht. Und wenn man wieder eintritt, dass man sagt, unter bestimmten Bedingungen, damit diese unseligen Pull-Effekte endlich aufhören. Wir haben genug arbeitslose Migranten, wir haben genug Sozialelend hier in Europa, trotz des Asylschwindels. Sie kommen nicht unter in den Arbeitsmarkt, weil sie die Sprache nicht können, die Ausbildung nicht haben und dann womöglich als Sklaven missbraucht werden in irgendwelchen Spargel- oder Tomatenfeldern, Olivenhainen und so weiter. Das kann es ja nicht sein. Ja. Aber Frau Kosten wollte, aber Herr Stich wollte vorher schon. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht lassen wir die Debatte doch einmal kurz am Boden. Es geht auf der einen Seite darum, dass Leute, die nach Österreich kommen, auf keinen Fall dazu eingesetzt werden sollen, Lohn- und Sozialdumping zu betreiben, um Löhne zu drücken. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, die damit einhergeht. Ich glaube, es ist auch vollkommen klar, auch wenn Sie das nicht so sehen, dass ich zumindest sehr froh bin, in einer Welt zu leben oder in einem Staat zu leben, wo die Personen, die unmittelbar von Krieg verfolgt sind, auch die Möglichkeit haben, Schutz zu suchen in anderen Staaten. Die meisten Leute, die vor Krieg flüchten, sei es im arabischen Raum oder sonst wo, flüchten übrigens in Nachbarstaaten oder sind in der Binnenmigration. Sind Binnenflüchtlinge. Also das ist ja die Realität, die mit dem, was Sie da... Was sind, bei uns sind nicht sind nur sie Binnenflüchtlinge, sondern sie fliehen in die Nachbarländer. Die Syrer sind vor allem in der Türkei, in Jordanien, im Libanon. Also die Venezuelaner sind in Kolumbien. Ja. Das ist ja an sich auch die Idee davon, Südsudan, dass man in der unmittelbaren Nachbarschaft Schutz findet. Aber ich muss da widersprechen, zu sagen, dass die meisten dieser Flüchtlinge nach Europa kommen. Das ist ein ganz kleiner Prozentsatz. Ja, aber für uns ist es zu viel und nicht mehr zu verkraften. Das ist eine andere Frage. Das ist leicht zu verkraften. Aber ich glaube, der Widerspruch, den Widerspruch daraus zu ziehen, zu sagen, wir haben quasi viele Probleme auch im Land, die man lösen muss. Wir haben eine massive Kinderarmut, wir haben eine Arbeitslosigkeit, da gibt es viele Reformen, die aber relativ wenig damit zu tun haben, wie ganz grundsätzlich eine Migrationspolitik funktioniert. Weil dass die Löhne niedrig sind, hat nur bedingt etwas damit zu tun, dass quasi das europäische Asylsystem nicht funktioniert. Wo ich aber bei Ihnen bin, ist die Art und Weise, dass man sagt, okay, man setzt dort an, dass Leute ja im besten Fall gar nicht über das Mittelmeer drüber müssen, dass Leute sich ja gar nicht auf den Weg machen müssen. Da geht es auf der einen Seite um wirtschaftspolitische Dinge, aber dann stelle ich schon die Frage ganz grundsätzlich, warum beispielsweise auch Maßnahmen, um genau diese Verfahren so abzuwickeln, zum Beispiel unter einer schwarz-blauen Bundesregierung abgedreht worden sind. Das Botschaftsasyl hat es lange gegeben in Österreich, dass man quasi in den Herkunftsländern ganz direkt ein Asylverfahren abwickeln kann. Das ist das, wovon jetzt alle sprechen, mit der Konstellation. Man kann im Land einen Asylgrund prüfen und hat dann die Möglichkeit, ich glaube, die Zahlen, die es rund um 2015 gab, hätte man mit dem Botschaftsasyl nicht abwickeln können. Darf ich? Nein, das absolut. Das sagt keiner. Die Botschaften haben revoltiert, weil sie nicht mehr nachgekommen sind. Das haben sich kilometerlange Schlangen gebildet. Und heute kommt das Innenministerium nicht nach. Daraufhin hat man angefleht, man möge das von den Botschaften endlich verlagern. Dann hat man es also verlagert von den Botschaften weg. Und dann hat man gesagt, jetzt Hotspots und so. Nein, sie wollen in die Grundversorgung. Wir bieten, Lohn ist okay, ja, das sollte in Ordnung sein. Aber was furchtbar ist und was ein Pull-Effekt ist, sind
ist die Grundversorgung, die bedürfnisorientierte Mindestsicherung. Sie bekommen Wohnungen. Ich verstehe, Wohnungen, Frau Stenzel, dass Sie ein Problem haben gegen alles. Arme Leute und gegen Leute, die quasi hackeln, dass sie über die Runden kommen, so wie das in Ihrer Partei offensichtlich ist. Man muss eine Politik machen, dass die Leute beschäftigt werden, auch die zugewandert sind, die hier sind zunächst einmal. Und damit einmal diesen gordischen Knoten mit diesem unsäglichen Zusatzprotokoll zur Genfer Flüchtlingskonvention zerschlagen. Frau Kostner. So einfach. Genau, das ist ein gutes Stichwort, dazu wollte ich was sagen. Ja. Also die Genfer Flüchtlingskonvention, auch das Zusatzprotokoll, regelt ja schon, dass man zuerst mal Schutz suchen muss im eigenen Land, sofern möglich, und dann in den Nachbarstaaten. Richtig, ja. Das Problem, was passiert im Moment, wir sind eigentlich in einer paradoxen Situation in Europa. Wir halten das individuelle Asylrecht sehr hoch, haben uns da auch ein starkes juristisches Korsett gegeben, was auch entsprechend von den Gerichtshöfen dann so noch bestätigt wurde und teilweise ja dann noch verstärkt wurde, tun aber inzwischen alles, um es nicht umsetzen zu müssen. Und das ist eigentlich nicht tragfähig, dass man eine juristische Lage hat und dann versucht, es nicht umsetzen zu müssen. Da würde ich schon auch mal sagen, es wäre ein guter Zeitpunkt, mal zum Nullpunkt zurückzugehen, zu überlegen, was ist eigentlich der Sinn von Asyl und Flucht und was ist eben auch unsere Aufgabe. Und das Wichtige ist in der Tat, dass Menschen, die in Europa Schutz brauchen, weil sie ihn sonst nirgendwo finden können, in Europa auch diesen Schutz finden. Das sind erstmal Personen, für die Europa das erste Ziel, also der europäische Kontinent, wie jetzt bei den Ukrainern, der erste Zielort ist. Dann Personen, die auch in keinem Transitland vor Verfolgung sicher sind, weil es zu Kettenabschiebungen kommen könnte oder weil sie dort auch verfolgt werden. Und bei den anderen, da müssen wir wirklich genauer hinschauen. Es gibt Anrainerstaaten wie die Türkei, die durch viele Konflikte über Jahre stark belastet sind. Und dass man dann auch versucht, diesen Ländern ganz gezielt zu helfen, entweder die Personen dort dann auch zu versorgen und Personen, die vielleicht auch besonders schutzbedürftig sind, die zum Beispiel in der Türkei sind, auch über Resettlement-Programme zu uns holen. Dass man aber versucht, alle anderen Wege im Asyl dann auch zu begrenzen, weil das Wichtige ist, finde ich, damit es auch auf Dauer funktionieren kann und nicht über kurze Phasen wie 15, 16 oder jetzt wieder viele Menschen mal kommen können und dann die Akzeptanz der Bevölkerung in den Keller geht. Es muss ein System sein, das dauerhaft tragfähig ist und auch von der Bevölkerung akzeptiert wird. Ich möchte jetzt einen kurzen Schnitt machen von der Frage, wer kommt und warum kommt er und was sind die Zusatzprotokolle zur Genfer Flüchtlingskonvention, zu dem Punkt, der schon mehrmals angesprochen wurde, nämlich wir hatten jetzt diese Form der Migration über einen relativ langen Zeitraum und diese Menschen sind jetzt bei uns und es gibt Erfahrungen damit, Herr Raffelhüschen, auch die Erfahrung, wie diese Migration sozusagen ökonomisch wirkt und wie sie im was sie sozusagen für den Sozialstaat und für die Nachhaltigkeit des Sozialstaates macht. Sie haben eine Studie veröffentlicht vor kurzem, in der Sie genau dieser Frage nachgehen. Wenn die Migration so bleibt, wie sie ist, und das ist im Wesentlichen in Deutschland und auch in Österreich, ich glaube, es ist ziemlich parallel, eine Migration, die nicht in erster Linie auf Qualifikation und Arbeitsmarkt abzielt, sondern eine humanitäre, wenn man so will, Migration, die Sie, glaube ich, berechnen mit ungefähr 300.000 pro Jahr. Ich glaube, 293.000 sind es, die Grundmigration, die Sie annehmen. Und die Frage ist, und vielleicht sage ich es anders, es gibt viele Leute, die sagen, das macht nichts, dass so viele kommen, denn wir brauchen ohnehin Bevölkerung und Zuwanderung, um unseren Sozialstaat aufrechtzuerhalten, weil wir weniger werden und weil die europäische Bevölkerung am Rückgang ist und die Geburtenraten am Rückgang ist, sagen dann viele, das macht, man muss eigentlich jetzt nicht schauen, dass man verhindert, dass mehr kommen, sondern wir brauchen die ja, damit wir sozusagen eine ökonomische Zukunft haben. Und die Frage, der Sie nachgegangen sind, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, hilft das in der Nachhaltigkeitslücke, die wir haben im Sozialstaat, wenn wir diese Art von Migration haben? Das war eigentlich genau der Kern der Studie. Also wir sind hier wieder in moralischen Diskussionen, die wir als Statistiker nicht begleiten können, weil, sorry, das ist nicht... Statistisch ist non-moralisch. Statistisch ist non-moralisch. Nicht unmoralisch, sondern amoralisch. Na, Mathe. Ja. Punkt. Ja. So. Was wir gemacht haben, ist nicht 290.000 angenommen, sondern das sind die offiziellen Zahlen, die Statistik. Aber die Annahme ist, dass das so bleibt. Genau. Ja. Das macht das Statistische Bundesamt, macht die Bundesregierung bei uns und dasselbe macht hier das Statistische Zentralbüro in der Schweiz oder auch die österreichische. Also überall dasselbe. Wir haben Annahmen und mit denen operieren wir. Wir operieren mit Daten. Wir wissen also in etwa, wie die Zahlungsströme eines Inländers sind über das ganze Leben, was er in die Sozialkassen einzahlt, was er an Steuern zahlt, was er an Leistungen dann auch vom Staat will.
Und das ist ja das Wesen des Sozialstaats. Unser Sozialstaat, egal wo, heißt, ich habe einen Teil der Bevölkerung, der ist eben halt überdurchschnittlich leistungsfähig, und wir haben einen Teil der Bevölkerung, die ist halt unterdurchschnittlich leistungsfähig. So ist es immer, weil wir sind als Menschen eine Normalverteilung und was anderes können wir nicht sein. So. Wenn man jetzt aber in der Situation, wo die überdurchschnittlich Leistungsfähigen den unterdurchschnittlich Leistungsfähigen den Sozialstaat finanzieren, nur unterdurchschnittliche Leistungsfähigkeit dazu packt, naja, dann geht das nicht auf. Dann, das weiß jeder nach Volksschule Sauerland, würde Müntefering jetzt sagen. Also auf gut Deutsch, es geht nicht. Wenn ein Sozialstaat allerdings schon so ist wie in Österreich oder in Deutschland, und zwar so, dass wir selbst ohne Migration diesen Sozialstaat gar nicht aufrechterhalten können, weil unsere Systeme viel zu großzügig sind. Das können die Jungen nicht schultern, weder in Österreich noch in Deutschland. Dann das ist dann das, was Sie als Nachhaltigkeitslücke bezeichnen, genau, in den Forschungen. Also das, was wir als geburtenstarke Jahrgänge verursacht haben, ist ja 50 Jahre quasi demografisch Zweiter Weltkrieg zu spielen. Wir haben die Leute total ausgedünnt in den jungen Generationen. Und das ist die Konsequenz. Wir müssen unseren Sozialstaat schon alleine deswegen umbauen. Sie in Österreich, wir in Deutschland. Wenn wir jetzt aber Zuwanderung noch unterqualifiziert zulassen, dann verschlimmern wir das, was schon schlimm ist. Und das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, sondern dann müssen wir steuern. Und das Wesentliche an der Studie war, wir haben in Deutschland versucht, Qualifikation zu steuern, oder wir haben so getan, als ob wir das könnten. Also als ob wir diese ganze Asyldiskussion hinter uns lassen, denn das ist doch Blödsinn. Also nochmal, Flüchtling, also die Zuwanderung passiert aus einem Wohlstandsgefälle in der Welt. Und das ist das, was wesentlich macht. Und dieses Wohlstandsgefälle ist ganz normal. Da sind Leute draußen, die wollen ihre wirtschaftliche Situation verbessern. So, wenn Sie oder ich da sind, dann würden wir es genau dasselbe tun. Und das ist auch überhaupt nichts, das ist völlig in Ordnung. Nur, die haben was von uns, ja, dann wollen wir aber auch was von denen. So, deshalb müssen wir sehen, dass wir das steuern. Allerdings, und das ist das Entscheidende, der deutsche Sozialstaat ist schon so großzügig, dass selbst mit einer Steuerung der Qualifikation das gar nicht mehr hinhauen würde. Und Sie in Österreich haben dasselbe Problem. Das heißt, wir müssen erstmal unseren eigenen Hahn aus dem Sumpf ziehen, indem wir sehen, dass wir die Arbeitskräfte, die wir haben, so weit wie möglich arbeiten lassen. Rente mit 69, 70, bitteschön. Und zwar sofort, wie wir das in Skandinavien haben wir schon längst gemacht. Und einen höheren Vollzeitanteil wahrscheinlich. Ja. Dann die Frauenbeschäftigung erhöhen. Und wenn wir dann den Sozialstaat so weit zurückgefahren haben, dass er nicht mehr ein Drittel der Wertschöpfung absorbiert, sondern sagen wir mal vielleicht 27 oder 28%, dann würden wir mit gesteuerter Migration tatsächlich ein drittes scharfes Schwert haben, das helfen würde. Aber auch nur dann, wenn ich Sie richtig verstanden habe in Ihrer Studie, wenn diese Migration überdurchschnittlich in der Qualifikation ist. Weil das, ich finde, Sie wurden ja auch ein bisschen missverstanden mit Ihrer Studie, weil dann haben Leute gesagt, das zeigt wieder, die Zuwanderung ruiniert unseren Sozialstaat. Nein. Das Ergebnis, das Sie haben, ist, der Sozialstaat ist schon jetzt nicht nachhaltig, und zwar um ungefähr 300%, das BIP nicht. Ja. Wenn wir die gleiche Migration wie jetzt hätten, in der Qualifikation, in der Integrationsdauer und so weiter, dann würde sich das tatsächlich auch noch verschlechtern. Nochmal verschlechtern. Und selbst wenn wir bei 50% der Migration oder Zahlen, die wir jetzt haben, die Qualifikation erhöhen würden, sodass, ich glaube, Gleichwertigkeit eines Facharbeiterabschlusses oder Hochschulabschlusses, dann würde das nur leicht verbessern. Ja. Und dann müsste man noch 100.000 Migranten rein nur mit dieser Qualifikation hereinholen. Ja, wir haben natürlich versucht, das so positiv wie möglich zu gestalten, damit wir sehen, ob wir mit unserem heutigen Sozialstaat dann tatsächlich noch einen positiven Effekt bekommen. Bekommen wir nicht. Und nochmal, das ist ja kein deutsches Phänomen oder österreichisches Phänomen. Das Zusammenspiel von Migration und Sozialstaat ist relativ einfach beschrieben. Wenn ich keinen Sozialstaat habe, wie die Vereinigten Staaten, ja, dann nützt mir jede Migration. Wenn ich einen Sozialstaat habe wie Dänemark, und ich kenne das nur wirklich aus meiner Jugend und allem drum und dran, und ich kenne auch das dänische System, also es ist Blödsinn, was da gesagt worden ist, das wirkt. So. Wenn wir einen Sozialstaat haben wie in Dänemark, und der ist so viel großzügiger als das, was Sie hier machen in Österreich, und auch viel großzügiger als Deutschland, dann muss ich mich entscheiden. Kann ich diesen Sozialstaat mit der Welt teilen? Das geht nicht. Das würden die Leute nicht akzeptieren. Also macht man in Dänemark tatsächlich die Grenzen dicht. Genfer Konvention hin oder her. In Padborg war dicht gemacht. Die haben einen Zaun gezogen da. Also Trump ist mit seinem Zaun nicht fertig, die Dänen schon. Und insofern haben die dann natürlich gesagt, okay, das isolieren wir. Nur, jetzt nochmal, auch da bin ich völlig falsch zitiert worden. Ich komme noch nicht auf die Idee, in Deutschland einen Zaun drum zu bauen oder in Österreich da durch die ganzen Alpen. Wie wollen sie denn das machen? Das geht doch gar nicht. Also Zentraleuropa ist Einwanderungsland, wird es immer bleiben.
Wir sollten bloß zusehen, dass dieses Land, dieses Zentraleuropa, im Grunde genommen was davon hat. Es ist ein Geben und Nehmen, du und das. Aber das heißt, die Voraussetzung dafür ist, und da ist Frau Kosten ja der gleichen Meinung wie Sie, es geht überhaupt nur einigermaßen nachhaltig oder nicht die Nachhaltigkeit verschlechternd, wenn man das eine sehr gesteuerte Zuwanderung hat. Ja, und das haben wir jetzt nicht, wenn die meisten Menschen, die aufgrund des ökonomischen und sozialen Gefälles nach Europa kommen wollen, nur diesen Umweg über das Asylverfahren haben, der natürlich auch die Integrationszeiten verlängert. Ne? Nun, das Asylverfahren, jetzt mal ernsthaft. Wir brauchen Jahre mit unseren Gerichten, um das hinzubekommen. Dann ist das sehr ungenau, das ist richtig, und es dauert in Deutschland 4-5 Jahre. Also nochmal, das ist völlig absurd. Und Asylverfahren, jetzt mal ernsthaft, das ist doch eine Nachkriegsgeschichte. Die Asylanerkennungsquote ist denkbar gering. Und nochmal, es geht nicht um Asyl. Das sind Flüchtlinge, die wollen ihre wirtschaftliche Situation verbessern. Punkt, fertig, aus. Und das ist ganz und gar normal, völlig normal. Also ich würde gerne auf Ihre Frage noch einmal zurückkommen. Brauchen wir denn nicht mehr Migration? Und auch ein paar Zahlen. Wir haben in Europa ca. 2,25 Millionen pro Jahr Zuwanderung. Da müssen wir abziehen, ca. ein bisschen mehr als 1 Million Abwanderung aus Europa. Ist die Nettozuwanderung 1,14 Millionen. Da muss was circa falsch sein, weil Ihre Zahlen sind aus Deutschland. Das sind Eurostat. Nee, das sind die deutschen Eurostat. Zahlen. Nein, nein. Ja, ich glaube auch, das sind die deutschen Zahlen. Die kommen mir sehr vertraut vor. Und, das sind die deutschen Zahlen, die wir haben. Also Deutschland hat... Aber dann, das heißt, also das kann ich auch auf Deutschland anwenden. Dann habe ich also circa eine Nettozuwanderung von 1 Million. Da gibt es sogar Leute, die sagen, und von denen sind vielleicht 400.000, 15% sind circa Flüchtlinge, also als Flüchtlinge, die als solche anerkannt sind. Das heißt, das ist auch nur ein kleiner Teil. Die illegale Zuwanderung ist ebenfalls nur ein sehr, sehr kleiner Teil der gesamten Zuwanderung, müssen wir auch einmal dazu sagen. Und dann habe ich eine Situation, wo ich mir überlegen muss, wie viel brauche ich? Die Europäische Kommission hat vor kurzem gesagt, wir brauchen sicherlich 1 Million Zuwanderung pro Jahr, um überhaupt den Arbeitskräftemangel, den wir haben, sei das im Tourismus, sei das in der Bauwirtschaft, sei das in vielen anderen Bereichen, in das ganze Pflegesystem etc., um das befriedigen zu können. Das heißt, wir müssen die ganze Frage anders angehen. Wo ich zustimme, ist, dass das europäische, und das ist mir das Wesentliche, das europäische Asyl- und Migrationsrecht und die Politik nicht wirklich funktioniert. Das haben wir seit langer Zeit gesehen. Das müssten wir grundlegend reformieren und müssen uns wirklich anschauen, was brauchen wir denn jetzt mit den geburtenschwachen Jahrgängen, was brauchen wir denn an geregelter Zuwanderung, und dann zu sehen, wie viel davon sind Flüchtlinge, und das ist ein kleiner, relativ kleiner Teil. Und das andere ist eine Zuwanderung, die man natürlich nach den Bedürfnissen auch steuern muss. Genau. Aber jetzt ist aber ich würde nur auf eines Punkt vielleicht noch ganz kurz. Ich möchte nur direkt, es gab hier direkte Reaktionen noch auf die Zahlen, glaube ich. Ja. Sie haben den Kopf geschüttelt. Ja, weil die Zahlen kamen mir sehr komisch vor. Wenn wir in Europa 1 Million Flüchtlinge brauchen und wir haben in Deutschland schon... Dann nicht 1 Million Flüchtlinge. Oder Zuwanderer. Eine Million Zuwanderer. Wir haben ja eine Zuwanderung nach Europa von 7, 8, 9, 10 Millionen. Also da müssen irgendwie falsche Zahlen. Also, aber ist egal. Jetzt nochmal. Wie viel Zuwanderung brauchen wir? Da waren Sie ja am Punkt. Wie viel Zuwanderung brauchen wir? Und diese Antwort können Sie gar nicht beantworten. Sie müssen ja einen Maßstab dafür haben. Also es gibt zum Beispiel... Sie haben die Frage, wie viel Zuwanderung brauchen wir, um zu ersetzen, was nicht geboren worden ist? Da brauchen wir 400.000, 500.000 allein in Deutschland. Allerdings, dann müssen Sie unterstellen, dass sie so sind wie die Inländer. Wenn die nicht so sind wie die Inländer, dann brauchen sie ganz schnell... Und mit so sind, das hat jetzt keine Frage von Herkunft, sondern nur von Qualifikation. Und ja, dann quasi der Leistungsfähigkeit im Sozialsystem und im Arbeitsmarkt. Von Qualifikation, aber es kommt ja noch ein zweiter Punkt hinzu. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass sich der Arbeitsmarkt auch immer wieder rasant ändert. Und das muss man ja auch einkalkulieren, dass man vielleicht teilweise jetzt Arbeitskräfte in Bereichen kalkuliert, wo man es in 10 Jahren gar nicht mehr braucht.
Also das sind ja Faktoren, die auch wesentlich sind. Und dann mal ganz zurück zu der Gastarbeiterphase, die hat man letztendlich ja auch beendet, weil es einen Druck auf die Infrastruktur gab. Die Ölkrise war ja nur vorgeschoben. Also einen Druck auf die Infrastruktur gab, weil auf dem Arbeitsmarkt sich viele Dinge verändert haben. Und deshalb hat man es letztendlich beendet. Und viele, die als Gastarbeiter gekommen sind, erstmal als gut in den Arbeitsmarkt integriert waren, sind dann dieser Rationalisierung auch zum Opfer gefallen. Und das wissen wir ja jetzt nicht. Wenn wir jetzt wieder auch viele Menschen reinholen, die vielleicht auch gute Beschäftigung finden, dann kann das auch in 10, 15 Jahren ein Arbeitsmarktbereich sein, der auf einmal wegfällt. Und deshalb, wir können ja immer nur bedingt auch in die Zukunft gucken.